Diese Sendung widmet Ihnen 4WD, Internationales Allradmagazin und Botros Tours. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Umwelt- und Alpinmagazins Bergauf, hier auf Austria 9. Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. So ein altes Sprichwort, dass da mehr als nur ein Körnchen Wahrheit drin ist, zeigt sich am Boom, den der Reitsport in den letzten Jahren erlebte und der noch immer anhält. Das sah man ganz deutlich auf der Pferd 2011, einer Messe in Wels. Pferde sind heutzutage wieder gefragt. Und zwar nicht mehr als Arbeitstier in der Landwirtschaft, sondern als Reitsport- und Turnierpferde. Das sah man deutlich auf der vor kurzem abgehaltenen Messe Pferd 2011 in Wels. Mehr als 40.000 Interessierte pilgerten auf diese Veranstaltung, um sich über die Neuheiten auf diesem Gebiet einen Überblick zu verschaffen. Alles, was dem Pferdenarr gut und teuer ist, war da zu sehen. Vom Fohlen bis zum prämierten Turnierpferd reichte das Angebotsspektrum. Der oberösterreichische Landtagsabgeordnete Max Higlisberger eröffnete diesen Event. Schließlich gibt es im Land Ober der Enns ein nicht weniger als 2500 Kilometer langes Reitwegenetz. Welche Bedeutung hat das für den Tourismus hier? Der Pferdesport hat wirklich eine sehr hohe Bedeutung, aber nicht nur für den Tourismus, sondern für die ganzen Regionen in Oberösterreich. Wir sehen es, dass wir deutlich zunehmen an den Pferdezahlen und natürlich mit den Pferdezahlen das ganze Umfeld mit sich steigt. Es ist schön, dass wir derzeit sehen, dass wir 20.000 Pferde haben und inzwischen in Oberösterreich einen Umsatz von 360 Millionen pro Jahr. Das heißt, der Wirtschaftsfaktor Pferd ist inzwischen auch voll eingetreten. Es freut uns, hier können wir eindeutig sehr viel Know-how mitbringen. Wir haben das Pferdezentrum in Stahlbaurer, wir haben die Ausbildung in Lambach. Das heißt, Oberösterreich ist das Pferdeland Nummer 1. Nicht nur in diesem Bundesland, sondern in ganz Österreich wurde der Beruf des Hufschmiedes nach einer jahrzehntelangen Pause nun wieder zum Leben erweckt. Ja, wirklich. Es ist sehr schön, das zu beobachten. Das heißt, durch die hohe Anzahl an Pferden und diese nach wie vor steigen, sehen wir, dass wir auch diesen Beruf wieder brauchen. Daher ist die Wirtschaft darauf aufgesprungen und gesagt, gut, wenn das Berufsbild jetzt wieder notwendig ist, dann werden wir eine neue Ausbildung, wirklich eine neue Ausbildung für den Hufschmied herstellen, wo es sehr stark in den Gesundheitsbereich hineingeht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, der uns in der Zukunft auch natürlich hilft, die Pferde weiterhin vorwärts zu treiben. Wie sieht das eine ehemalige Olympiasiegerin im Dressurreiten? Nachdem es immer mehr Pferde gibt in Österreich und das Pferd ein eigener Wirtschaftsfaktor schon geworden ist, ist es ganz wichtig, dass auch diese Pferde optimal betreut werden. Und das heißt, ohne Huf kein Pferd. Deshalb halte ich diese Ausbildung zum Hufschmied, die fundierte zentrale Ausbildung, für ganz besonders wichtig. Aber warum ist die angesprochene zentrale Ausbildung so wichtig? Natürlich, weil dann alle denselben Standard haben und je höher der Standard, desto besser ist das auch für den Pferdesport. Und natürlich liegt Oberösterreich inmitten Österreichs und wir haben mit Stadlbaurer auch einen wahrlich einzigartigen Ort, wo halt im Pferdezentrum, wo man wirklich so eine Ausbildung auch ganz optimal durchführen könnte. Nun gibt es dieses Tätigkeitsfeld wieder, aber welchen Stellenwert hat die Ausbildung zum Hufschmied? Die Ausbildung im Bereich des Hufschmieds ist sehr, sehr wichtig, weil ja ein guter Beschlag die Gesundheit vom Pferd erhält und damit auch die Leistungsfähigkeit wesentlich länger erhalten wird. Und wie sieht das neue Berufsbild des Hufschmiedes aus? Ja, den Lehrberuf Hufschmied hat es jetzt 34 Jahre nicht gegeben. Es gibt ihn jetzt Gott sei Dank seit einem Jahr wieder. Und wir haben auch schon eine schöne Anzahl von Lehrlingen, die wir vielleicht in den nächsten Jahren um 10 bis 15 steigern wollen. Welche Anforderungen werden an diesem Beruf gestellt? Ja, es ist ein sehr umfangreicher Beruf, der viel Wissen und Geschicklichkeit und vor allem Pferdeverständnis erfordert. Seit einem Jahr gibt es nun wieder die Lehre zum Hufschmied. Welche Erfahrungen hat man bisher damit gemacht?
Ja, wir sind sehr zufrieden. Es ist die Ausbildung wesentlich besser geworden, da sie in der Schmiedetechnik in den Berufsschulen schon sehr gut unterrichtet wurden. Aber unser Ziel ist natürlich die bundesweite Klasse, wo wir dann das ganz Optimale den Lehrlingen vermitteln können. Kommen wir zurück auf die Messe Pferd in Wels. Unter den zahlreichen Ausstellern befanden sich natürlich auch Reitschulen. Das war für uns ein Grund, in Katzdorf Berlins die Reitsportakademie Horse Life zu besuchen. Welche Gründe waren dafür ausschlaggebend, um so ein Projekt überhaupt zu starten? Wir wollten eine Anlage schaffen, wo sich Pferd und Reiter einfach wohlfühlen und den Sport- oder auch Freizeitreitern, ganz egal welche Sparte auch immer, die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, Freude zu haben, mit dem Pferd zu leben, Anteil zu nehmen an dem ganzen Geist, unserem Projekt, das einfach mitleben können und auch beteiligt sind. Und ich glaube, das haben wir ganz gut umgesetzt. Worauf kommt es an, damit sich ein Pferd wohlfühlt? Wichtig ist auch noch Fütterung, die Haltung der Pferde. Das heißt, sie sollen nicht nur in einer Boxenhaltung sein, sondern sollen täglichen Koppelgang haben, ob das jetzt im Winter ist oder im Sommer ist. Und Schrittmaschine finde ich auch ganz wichtig, dass sie einfach vorher gehen und dass die tägliche Bewegung haben. Wenn es regnet, ist das Um und Auf, dass sie wirklich auch rauskommen und einen klaren Kopf zu behalten, dass für die tägliche Arbeit mit dem Reiter dann vorbereitet sind und auch Freude dran haben. Und ich glaube, wenn die Pferde Freude haben, dann haben einfach die Reiter auch viel mehr Spaß und Freude an allem. Diese Freude am Reitsport zeigt sich in diesem Reitsportzentrum auch in der Auswahl des richtigen Futters und der Betreuung der Boxen. 31 Rösser können dort untergebracht und betreut werden. Was will dieses Zentrum vermitteln? Grundsätzlich wollen wir eben vermitteln, dass man mit seinem Pferd eben eine Leichtigkeit hat, dass das nicht nur Sklavenarbeit ist oder harte Arbeit, sondern einfach, dass es dem Pferd Freude macht und dem Reiter auch. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten und das wollten wir in Kurse und eben in einer Schule irgendwie verbinden, dass man Praxis und Theorie alles in einem irgendwie rüberbringen kann. Und das soll man aber in Kombination eben mit Trainer, Tierarzt, eben ja, alles, was für das eben notwendig ist, dass man das verbindet. Diese Ausbildung erstreckt sich natürlich auch auf den psychologischen Bereich. Man muss das Pferd einmal lösen. Das liegt in den Händen des Ausbildners. Ein gezielter Einsatz aller wichtigen Dinge wie Zeitpunkt, Dauer oder Intensität der sogenannten Hilfegebung und natürlich auch der Belohnung führen zum gewünschten Ziel. Wohl deshalb wird das Reiten auch als Denksport bezeichnet. Ziel ist es, eine möglichst große Harmonie zwischen Mensch und Tier herzustellen. Was muss man beachten, um mit einer Ausbildung überhaupt starten zu können? Ja, man muss darauf achten, dass das Pferd ein gewisses Alter hat. Also wenn ich von einem Jungpferd ausgehe, sollte man nicht vor 3,5 Jahren anfangen, es überhaupt einzureiten, sprich aufsteigen. Dann muss man auf die Psyche achten des Pferdes, wie weit ist es vom Kopf her mitzuarbeiten. Eine Basisausbildung sollte sich mindestens mal über 6 Monate oder ein Jahr sogar erstrecken, dass man sagt, viel Gymnastik, viel Rückenarbeit, viel Vertrauen aufbauen. Und dann guckt man im höheren Alter mit 5 oder 6, wie weit man in die Versammlung gehen kann. Letztendlich geht es bei der gesamten Ausbildung nur darum, dass Reiter und Pferd zu einer Einheit verschmelzen, damit der Reitsport für beide Lebewesen zum Vergnügen wird. Bleiben wir gleich in Oberösterreich, und zwar in Kleinzell im Mühlkreis. Diese Gemeinde veranstaltet seit 4 Jahren die sogenannten Energie- und Umweltgespräche. Die sind hochkarätig besetzt und die Diskussionen rund um diese Thematik sind sehr interessant. Sehen Sie nun einen kleinen Rückblick auf die heurige Veranstaltung. Energie geht uns alle an. Und das nicht nur in städtischen Ballungszentren, sondern auch auf dem Lande. Denn Umweltsünden sind nicht ortsgebunden.
Da kommt es gerade recht, dass im oberösterreichischen Kleinzell jedes Jahr die Umwelt- und Energiegespräche stattfinden. Heuer wurde diese Veranstaltung bereits zum 4. Mal durchgeführt. Die Liste der Vortragenden war durchaus prominent besetzt. Und durch die AKW-Katastrophe in Fukushima hatte diese Veranstaltung an zusätzlicher Brisanz gewonnen. Traditionell bei diesen Umwelt- und Energiegesprächen wurde zu einer Diskussionsrunde geladen. Da waren neben dem Energy Globe-Erfinder Wolfgang Neumann auch der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober dabei, wie auch Universitätsprofessor Dr. Helmut Rauch sowie die bekannte Motivforscherin Dr. Sophie Karmasin, um nur einige zu nennen. Beispielsweise wurde von ihr festgestellt, dass das Umweltbewusstsein doch schon zur Landbevölkerung durchgedrungen ist. Das bewies auch die bis auf den letzten Platz gefüllte Mehrzweckhalle dieser oberösterreichischen Gemeinde. Wie kann aber jetzt schon Energie gespart werden, ohne große Investitionen zu tätigen? Also Energieeffizienzmaßnahmen können spezifisch sehr billig sein und können sehr teuer sein. Beispiel die Stand-by-Killer-Kampagne, die wir mit unseren Kunden gemacht haben, spart 5 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Würde man diese 5 Millionen Kilowattstunden mit Photovoltaikanlagen erzeugen, würde das Ganze 50 Mal teurer kommen. Und dazwischen liegen alle anderen Maßnahmen. Das heißt, immer zuerst zu schauen, die günstigsten zu nutzen und dann zu den relativ teuren zu gehen. In welcher Art wird die Energie für Haushalte in Zukunft kommen? Die dezentrale Photovoltaik wird sicher einen Aufschwung erleben, obwohl die Produktion noch relativ teuer ist. Und es wird in 10 Jahren mit Sicherheit einen großen Schub gegeben haben, auch bei der Althaussanierung, dass unsere alten Gebäude effizienter werden. Und bei den neuen Gebäuden wird es ja in 10 Jahren so sein, dass sie Null-Energiehäuser sind, beziehungsweise Plus-Energiehäuser, das heißt, dass sie mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Wie wird die regionale Politik, zum Beispiel die Region Donau-Böhmerwald, den Energiespargedanken näher bringen? Die Klima- und Energiemodellregion Donau-Böhmerwald wird in Zukunft erstens einmal Aufklärungsarbeit machen. Sie wird die Menschen auf das aufklären, welche Möglichkeiten haben wir in der Region, dass wir Einsparungsmaßnahmen machen im Klima- und in der Energiebereich. Das erste wird einmal sein, dass wir erneuerbare Energieträger verwenden, sei es im Biomassebereich, aber natürlich auch Photovoltaik und Solarenergie. Das zweite wird sein, dass wir natürlich erneuerbare Energien einsetzen im Biomassebereich bei den Häuserdämmungen, dass man dort auch dementsprechend weniger Energie verbraucht und dass man die Energieeinsparungsmaßnahmen über die erneuerbaren Energiedämmstoffen auch in der Region erzeugen und verdrehen können. Das sind zweifellos gute Ansätze, die aber erst in Taten umgesetzt werden müssen. Unser nächster Weg führt uns nach Kärnten. Wie Sie sicherlich wissen, wird dieses Bundesland in Unterkärnten und Oberkärnten aufgeteilt. Aber was ist da in der Mitte? Die sogenannte Norische Region. Das sind teilweise noch sehr unberührte Landschaften, die sich eher dem sanften Tourismus verschrieben haben. Und das haben wir uns in der Gegend von Eberstein, St. Oswald angesehen. Kärnten unterteilt man normalerweise in Unter- und Oberkärnten. Die goldene Mitte nennt sich Norische Region, in der wir zu Gast waren. Wie entwickelte sich da die Geschichte? Ja, früher mal haben die Leute da bei uns vom Bergbau in Hüttenberg gelebt, vom Norischen Eisen. Ne? Das ist leider Gottes der Bergbau geschlossen worden und heute müssen wir eben noch Alternativen suchen. Nicht? Wir sind da ein Gebiet, das sich eigentlich besonders für diesen sanften Tourismus eignen würde. Wir haben da noch eine Landwirtschaft, die noch sehr ursprünglich ist, also noch sehr viele Biobetriebe, schöne Almen, noch alte Rinderrassen und eigentlich viele Möglichkeiten, die man über den sanften Tourismus nutzen könnte. Bei den Rinderrassen handelt es sich um das Kärntner Blondvieh, das eine besondere Fleischqualität liefert. Unser weiterer Weg führt uns zur Bioache, ein Hotel, das sich der Natur und biologischen Küche verschrieben hat. Biolandhaus Arche, also wir sind das erste
Biohotel Kärntens und das erste Ökohotel Österreichs. Das heißt, Biohotel heißt, dass alle Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau kommen. Das ist an sich das beste Essen, was man sich vorstellen kann. Wir kochen vegetarische Vollwertküche, das über 25 Jahren. Und das ist quasi Gesundheit für dein eigenes Ich, da tankst du wirklich so auf. Also das, der eine Bereich ist an sich die gesunde Ernährung, die gute Ernährung und die biologische Ernährung ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist die Ökologie, das heißt, die Zimmer sind mit Vollholz eingerichtet. Es gibt Lehmbau-Appartements. Wir haben also darauf geachtet, dass natürliche Materialien in den Zimmern verwendet werden. Das ist der zweite Bereich. Und dann haben wir natürlich eine Gegend, eine Landschaft, die so fantastisch ist. Also der Blick hinaus, das ist einfach, das macht auf, das gibt Freiheit, das gibt an sich neue Kraft. Und das wollen wir den Leuten zeigen und geben an einem besonderen Ort für sich persönlich, für die Partnerschaft, für die Familie Kraft holen und das können wir geben und ein Platz zum Auftanken, einen Platz zum Urlaub machen. Weitere Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung sind der sogenannte Kupplerbrunnen, dem man magische Kräfte nachsagt, und eine einzigartige Rundfichte, die es sonst nirgendwo in dieser Form gibt. Natur wird auch gelebt. Das sieht man an den insgesamt 6 Gehegen, die eine große Anzahl an Rotwild beherbergen. Die Produkte dieser Tierhaltung sind äußerst bekömmlich und sehr naturbelassen. Nicht nur mit der Wildtiervermarktung beschäftigt sich der Landwirt Uwe Zörer, sondern es werden auch komfortable Almhütten vermietet. Nun geht es weiter hinauf zur sogenannten Druckerhütte, einem beliebten Treff für Radfahrer. Die vor kurzem neu errichtete Steiner Hütte hat im Winter gleich nebenan einen Skilift in Betrieb. Kärnten ist auch berühmt für seine musikalischen Einwohner. Das zeigt sich an der Geschichte des Volksliedhauses. Wie begann die Historie dieses Hauses? Das Volksliedhaus ist eine Idee, entstanden von Herrn Professor Kraschel. Die Schule ist erbaut worden 1896, war dann bis 1985 war Schule. Dann hätte es von der Gemeinde verkauft werden sollen. Die Bevölkerung war ja dagegen. Und so ist die Idee gereift, hier ein Volksliedhaus zu machen und gewidmet den drei Liedschöpfern Klavischnik, Mulde, Mitterrad, Necker, die sich zusammenfassend der St. Veiter Kreis nennt. Seit 2005 ist es nun in Betrieb und bietet verschiedenen Chorgruppen Übungsmöglichkeiten. Es eröffnete sich auch die Möglichkeit einer Kutschenfahrt, bei der man die nähere Umgebung von St. Oswald auf eine bequeme Art erkunden kann. Unsere nächste Station war der Gasthof Gutmann. Hier war die Überraschung groß. Moderne Zimmer, teilweise großzügig ausgelegt, sowie ein gut ausgestatteter Fitnessraum und eine Saunalandschaft, die auch großen Hotels um nichts nachsteht. Hier hat die Familie Roman Plimitscher ganze Arbeit geleistet. Da spielt sogar Seniorchef Roman III. Auch noch ein Ständchen. Auf hohem Niveau präsentiert sich das Panoramadorf Saualpe, das die Familie Serenig bewirtschaftet. Eine Terrasse und ein Swimmingpool mit einem Schiebedach komplettieren das Angebot dieses dorfähnlichen Hotelkomplexes. Damit verlassen wir diese Landschaft wieder mit dem Eindruck einer intakten Natur, wo man sich tatsächlich noch erholen kann. Um Tourismus geht es auch in unserem letzten Beitrag aus dem Lungau. Dort hat sich mittlerweile ein reger Elektro-Mountainbike-Tourismus etabliert. Nun wurde auch das benachbarte Krakautal mit Radrouten und Ladestationen mit einbezogen. Das bringt eine Bereicherung für die Gäste, die jetzt noch weitere Strecken in Angriff nehmen können. Radfahren zählt zu den beliebtesten Sommersportarten in den Bergen. Besonders im Lungau hat man spezielle Radtouren angelegt. Was für trainierte Mountainbiker eine echte Herausforderung darstellt, ist für weniger geübte Pedalritter oft eine Tortur.
Doch durch Elektrobikes ändert sich nun alles. Steigungen, die bisher nur trainierte Radfahrer bewältigten, verlieren nun fast völlig ihren Schrecken für ungeübte Biker. Damit steht einer Fahrt nichts mehr im Wege. Nach einem stärkenden Frühstück kann nun eine der zahlreichen Radtouren locker in Angriff genommen werden. Die Zielgruppe, streng gesagt, sind eigentlich alle, aber hauptsächlich natürlich geht die Richtung in die nicht trainierten, Nicht-Sportler oder halt Alltags-Durchschnittspersonen, sagen wir so, weil die Mountainbiker, die Extremsportler, die fahren sowieso dorthin, wo sie wollen. Aber es geht um das, dass einmal die Frau mitfahren kann oder die Kinder mitfahren können oder auch ältere Leute oder Untrainierte einfach einmal in den Genuss kommen, dass sie zum Beispiel in die Stickler-Hitten oder auf Speyereck fahren oder eben gewisse Almen anfahren können. Das ist eigentlich die Zielgruppe, sind eher die, die jetzt noch nicht mit dem Mountainbiker am Berg fahren. Und so werden auch Familienausflüge bergauf wieder möglich. Das könnte tatsächlich neue Touristengruppen erschließen. So ist es nun möglich, entspannt zu fahren und trotzdem genug Bewegung zu machen. Selbst bei Steigungen ist durch den Elektroantrieb ein lockeres Fortkommen gewährleistet. Zum Beispiel bei Fahrten ins Riedingtal. Da bleibt noch genug Zeit für ein Sonnenbad. Bei so einer Tour kommt man auch an vielen Aussichtspunkten vorbei. EMTBs sind auch nicht wasserscheu. Hoch oben auf einer der Hütten ist eine Jause angesagt. Später geht es wieder bergab. Dabei wird der Akku sogar etwas aufgeladen, was die Reichweite verlängert. So, dass ein Ausflug ins Weißbriachtal oder auf die Grangleralm auch noch auf dem Programm stehen könnte. Noch was zum Thema Reichweite. Normalerweise beträgt sie etwa 80 Kilometer. Das ist abhängig vom Gelände und der eigenen Tretkraft. Aber jede Batterie ist einmal erschöpft. Wo kann man sie da wieder aufladen? Es ist so, dass wir zumindest bei uns im Lungau 70 Ladestationen bereit haben. Das heißt, man kann im Lungau jedes Tal, jede Hütte oder in jede Gemeinde hinfahren, wo garantiert ist, dass man zumindest 2 bis 3 Ladestationen hat. Also wir da im Lungau sind relativ gut erschlossen. Es gibt eigentlich keine Ortschaft oder kein Eck, wo man nicht zumindest den Akku aufladen kann. Nun wurde das Mountainbike-Netz ins benachbarte Krakautal erweitert. Eine weitere Landschaft, die zum Radfahren animiert. Auch die Zahl der Ladestationen ist nun auf insgesamt 100 angestiegen. Ja, die höchste E-Bike-Region Österreichs ist noch attraktiver geworden. Durch den Zusammenschluss der E-Bike-Region Lungau mit der E-Bike-Region Steirisches Krakautal gibt es jetzt 1200 Kilometer super Bike-Strecken und über 100 Ladestationen für die E-Bikes. Diese 200 Kilometer führen durch eine malerische Landschaft mit würziger Luft. Da locken nicht nur zahlreiche Gipfel und Törtel, sondern auch Seen mit kristallklarem Wasser. Bei einer Fahrt mit dem E-Fahrrad erfährt man die Naturbelassenheit dieses Landstrichs auf eine angenehme Art und Weise. Welche Ziele setzen sich die Betreiber dieses Projekts? Wir wollen touristisch unser Projekt Gesundes Krakautal unterstützen und mehr Menschen in Bewegung bringen und in Bewegung halten. Vor allem jene Menschen, die sich nicht sicher sind, ob sie die Höhenstufen bei uns hier so leicht bewältigen können mit dem Fahrrad, die bringen wir ganz sicher auf das E-Bike. Und wir haben an uns selbst gesehen, als wir es versucht haben, wie gerne wir uns wieder auf das Rad setzen und von einer Hütte zur anderen fahren. Da wird man auch die sprichwörtliche steirische Gastlichkeit kennenlernen, die so einen Radtag zum Erlebnis werden lässt. Wie lassen sich die bisherigen Erfahrungen mit dem E-Bike-Verleih zusammenfassen? Es hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben im letzten Jahr bereits 1500 Vermietvorgänge gehabt. Also die Leute nehmen das sehr stark an. Wir haben auch sehr viel Erfolg oder sehen auch sehr viele Leute schon, was mit dem eigenen E-Bike kommen und bei unseren im Lungau mittlerweile 70 Ladestationen nutzen und auch anstecken. Hat sich das Ganze weiterentwickelt. Die Region hat das erkannt, dass wir ein sehr gutes Konzept haben und auch bei uns eben mit dabei sind. Mit der Erweiterung ins Krakautal wird nun eine Region erschlossen, wo man an einen Radtag vielleicht sogar noch weitere anhängen will. Ich hoffe, es war diesmal auch etwas Interessantes für Sie dabei und möchte mich im Namen des gesamten Teams verabschieden. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zusehen, wenn es heißt Bergauf.
Diese Sendung widmete Ihnen 4WD, Internationales Allradmagazin und Botros Tours.